Moin moin Freunde, was uns dort erwartet, seht jetzt gleich. Auf geht's. Hier denke ich mal wieder Waschraum gewesen sein, mit Waschmaschinenanschlüssen. Hier auch noch ein leerer Raum. Das Weltbewegende ist hier drin. Außer halt Leitung, was ein Standard ist. Hier ist der Treppenaufgang. Hier ist nichts mehr. Hier wurde schon versucht, alles zu vertäfeln. Wer weiß, vielleicht ist dahinter Schimmel oder irgendwie sowas. Hier denke ich mal, eine ganze Heizanlage und sowas. ...22.10.2005. Letztes Mal geprüft worden. Gehen wir jetzt mal hoch, Leute. So. Ja, halt der Haupteingang. Hier eine Toilette. Hier denke ich mal, war die Küche, Leute. Seht euch mal die hohe Decke an. Warte. So könnte das besser sehen von der Tür aus. Voll riesig die Decken. Hier auch noch ein so ein Raum. Auch diese hohen Decken. Da ist ein Fenster auf, Scheiben kaputtgeschlagen. Hier wurde schon mal zugemacht. Hier hängt nur sogar noch die Lampe überall. Diese Hände an der Wände. Seht ihr schon, fängt an die Decke zu reißen. So, dann jetzt mal noch alles hochgehen. Mal gucken, was uns da erwartet. Ja, auch noch ist so eine Art wie ein Kinderzimmer. Auch wieder die hohen Decken. Hier im Badezimmer. Oben kommt schon das Bild von der Decke wieder. Hier wieder der Dachboden, wo wir wieder nicht drauf kommen. Alte Türen. Hier wieder ein Badezimmer. Was auch.
was auch schon voll am Schimmeln ist. Hier noch so ein kleines Wandregal. Hier die Decke, wie ihr seht, alles schon total wuselig, gewelkt. Ich denke mal durch die Feuchtigkeit und alles. Hier ist auch noch ein kleines Badezimmer. Hier, Leute, ist noch so ein, wie so ein Schreibtisch aufgebaut worden. Hier unten Matratze, Mundschutz, was man heute tragen muss. Da unten steht noch ein Nutella. Wer weiß, ob nicht hier welche übernachten. Hier noch chinesische Zeichen an der Wand, Luftpolsterfolie. Hier war auch. Hier noch was vom Fahrrad, ein Federgabel. Leute, was denkt ihr, was hier das für ein Raum war? Wegen dieser Einbuchtung in der Wand? Ich habe keine Ahnung. Könnt ihr es ja mal gerne schreiben, in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Hier, das denke ich mal, war so ein Babyzimmer. Und der Tapete. Halt auch hier. Irgend so ein Graffiti an der Wand. Hier wurde die Tür noch angestrichen. Hier sieht man noch das Klebeband an der Fensterscheibe kleben. So Leute, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Bis dann. Ciao.